Erwünscht gute Unterhaltung bei Jacobo Müller, Late Service Public. Meine Damen und Herren, Victor Jacobo und Mike Müller. Grüezi. Grüezi. Es ist eigentlich klar, was abgelaufen ist jetzt bei der Vergabe von diesen WM-Austragungsorten. Ein korruptes Exekutivkomitee vergibt Spiel in korrupte Staaten. Transparenter kann man doch gar nicht mehr sein. Finde ich. Ja. Ein paar Sachen sind anders in Katar. Es gibt dort keinen Stadionspeaker, sondern einen Muezzin. Und die Verlierer werden nicht ausgepfiffen, sondern gesteinigt. Ja. Und dann ist ja das sehr umstrittene mit diesen Stadien dort, oder? Weil ja die abgekühlt werden, die haben praktisch Klimaanlagen. Und das machen sie ja nicht etwa jetzt für die Zuschauer oder für die Spieler. Sondern man muss sich das mal vorstellen, der Sepp Blatter wird im Jahr 2022 88 sein. Ist dann wahrscheinlich schon halb einbalsamiert. Und wenn er zu lang an der Sonne ist, wird er schlecht. Oder? Guten Morgen, meine Herren. Als persönlicher Assistent unseres Präsidenten, seiner Exzellenz Josef S. Blatter, heiße ich Sie willkommen hier am FIFA-Hauptsitz. Als Zeichen unserer Verbundenheit mit Zürich spreche ich Deutsch. Irgendwelche Einwände? No problem. We speak German. De toute façon, l'allemand, c'est la langue du football. Vorsicht, verdammt nochmal, Schweizerdeutsch. Sie sind also beides Mitglieder des FIFA-Kongresses. Uns ist jetzt aber aufgefallen, dass Ihre Herkunftsländer, die Sie vertreten, uns gänzlich unbekannt sind. Sie, Herr Mabunu, Sie vertreten... Moi, je représente la République de Précaria. Ah, wo liegt das genau, Précaria? Afrique. Genau? Ben, c'est dans l'Afrique de l'Ouest centrale, mais c'est-à-dire, c'est dans le centre de l'Afrique de l'Ouest centrale. It's in the north of the south of Africa. Und Sie, Herr Brassat, Sie vertreten Indoland. Southern Indoland, not Northern Indoland. It's between Turkey and Vietnam. It's very far away. Don't go there. It's too hot. Wie auch immer, Sie als Vertreter von Precaria und Sie als Vertreter von Southern Indoland haben also offenbar Gelder angenommen von möglichen WM-Austragungsorten, damit sie für Sie stimmen. Ist das richtig? Écoutez, écoutez. Chez nous au village, on dit la corruption démocratique. C'est la mère de la volonté générale. It's not possible, because my sister, she's the president of the National Corruption Enforcement Committee of Southern Indoland. She paid a lot of money to get this job. Wie auch immer, ich möchte gerne wissen... She's also very beautiful. I can make an arrangement. Maybe Mr. Blatter wants to meet her or even to fuck... Das ist ein Missverständnis. Ich habe die Dollar nur genommen, um zu bauen einen Fußballplatz für arme Jungen in Precaria. Ja, und da haben wir jetzt eben Information, dass Sie auf dieses Fußballfeld Ihre 20-Zimmer-Villa gestellt haben. Écoutez, Monsieur, irgendjemand muss diese Kinder beaufsichtigen. À ce sujet-là, wollen Sie vielleicht eines von diesen Kindern adoptieren? Ich kann Ihnen da ein sehr günstiges Vertrag... The official commitment of the FIFA is to reach out and touch the world, using football as a symbol of hope and integration. Sehr richtig, Herr Brassat. Und deshalb dürfen wir uns keinen Skandal mehr leisten. Also, wie ist das jetzt mit dem Vorwurf gegen Sie beide? I reach out this for Mr. Blatter as a symbol of integration. Ce symbole d'espoir est pour Monsieur le Président. Das glaube ich ja nicht. Das ist eine Unverschämtheit. Sie wagen es, unserem Präsidenten ein Gouvern mit Geld anzubieten. Sie wissen wohl nicht, wie sowas bei der FIFA geregelt wird. Nehmen Sie das als kleine Aufmerksamkeit.
Thank you. Verlassen Sie das Gebäude durch den Hinterausgang. Und bei der nächsten Wahl des Präsidenten denken Sie an uns. Vive le Président. Hail to the Chief of Hope and Integration. Die Sitzverteilung oder jedenfalls die Departementsverteilung hat ja ein bisschen Lampen gegeben. Erstaunlicherweise die eigentliche Wahl selber, also die Bundesratswahl, ist sehr harmonisch abgelaufen. Tipptopp. Alle Favoriten sind normal gewählt worden. Es hat am Anfang eine kleine Irritation gegeben, weil der SP-Kandidat Ricardo Lumengo hat im ersten Wahlgang schon 827 Stimmen gehabt. Der Bundesrat hat ja auch einen Schulungsfilm, oder wenn er die Departement muss verteilen, das geht so. Ja, der jetzt da rausgeht, der muss das Justizdepartement übernehmen. Der neue eventuelle Machthaber in Nordkorea, also der Sohn von Kim Jong-il, der Kim Jong-un, der ist ja in Bern in die Schule gegangen und kann möglicherweise auch ein bisschen Berndeutsch. Wir haben uns natürlich erkundigt, wie das eventuell dann so würde aussehen. Und wir sind auf einen Videobericht gestoßen vom nordkoreanischen Fernsehen, der sich direkt an die Schweiz wendet.전체인민이 사회주의 강성되고 건설에서 일대피약을 창조해 나가는 법천시기 우리 과학연구 부문에서는 주체 95 2006년 10월 9일 지하 핵시험을 안전하게 성공적으로 진행하였다. 리에비 Schweizerinnen und Schweizer. Der Papa ist einfach ein bisschen nervös, weil das ist meine erste Rede als Staatsoberhauptslehrling. Oh, danke, ihr Wahrheit, ihr Zahler. Ja, das ist ja gut, Mann. Gegen das asiatische Ketz da hier. Mit der Schweiz verbindet mich sehr viel, weil ich bin als Bern in die Primarschule gegangen. Dort haben sie mich zwar gern gehänselt. Wenn mich heute jemand hänselt, kommt er auch so dran. Wir haben nämlich in unserem Revolutionspalast so einen Keller, wo ich ein bisschen Leute plagen kann, wenn es mir langweilig ist. Man sagt, wir haben in Korea zu wenig Lebensmittel, aber das stimmt auch so nicht. Ich lasse mir aus der Schweiz jede Woche Milchschocke kommen. Es gibt so blöde Menschenrechtler aus Südkorea, die das kritisieren, aber das ist nicht gut. Weil wenn ich von Teupeln muss nachher das Volk drunter leiden. Ich kann nämlich ganz böse sein. Oh, sorry, Rappon, Warer. Der Papa sagt, die Schweiz soll immer so Sonnenbrillen schicken, und zwar von den mehr besseren. Ich gehe da, du Dolce, Gabbana, Wadi. Er hat gerne ein Original Dolce Gabbana Modell 6054 Winter Edition. Weil da, ich will nur schauen, ob mein Hut hier Sonst schicke ich der Schweiz eine Atombombe. Zum Schluss noch eine nordkoreanische Lebensweisheit für alle arbeitenden Schweizerinnen und Schweizer. Beim Arbeiten gehen daran denken, stellen und nicht legen. Ruhe dran, einfach laufen. Und er zu neun rein. Ew. So, und jetzt am nächsten Freitag haben wir ja ein grosses Ereignis hier in der Schweiz. Wir feiern nämlich den Durchstich vom berühmten NEAT-Basistunnel am Gotthard. Ein Mann fiebert da besonders mit, weil er hat das ganze Projekt begleitet und ist einer der wichtigsten Personen gewesen, der das gepusht hat. Das ist nämlich der Bundesrat Moritz Leuenberger. Wir haben jetzt das Vergnügen und das Glück, dass wir live mit ihm verbunden sind. Aus dem Bundeshaus meldet sich jetzt Moritz Leuenberger. Herr Leuenberger, guten Abend. Das ist, Moment mal, Sie sind nicht im Bundeshaus, oder? Wo sind Sie jetzt im Moment? Ja, da. Ich bin schon seit Tagen vor Ort, um den Anlass vorzubereiten. Ja, mein Gott, aber im Tunnel? Sind Sie im Tunnel? Ja, wo sonst soll man einen neuen Tunnel einweihen, wenn nicht im Tunnel? Ja, das stimmt. Sie sind einfach früher dort. Aber jedenfalls, was ist jetzt eigentlich ganz vorwärts mit den Bauarbeiten, oder?
Ja, der Durchstich ist ja bereits schon im März erfolgt. Seither sind wir dran, Tribüne für die Ehrengäste aufzustellen, das Medienzentrum einzurichten, das Buffet für die Opern aufzubauen. Ja. Und jetzt müssen wir dann auch noch den roten Teppich auslegen, auf einer Länge von 57 Kilometern. Ihre Amtszeit geht jetzt ja dann zu Ende. Haben Sie schon Pläne für die Zeit nachher? Ja, das fragen im Moment alle. Ich kann es nicht mehr hören. Ich habe es satt, immer im Skiwerferlicht müssen stehen. Darum bleibe ich jetzt bis auf Weiteres da unten im Dunkeln. Und komme spätestens dann wieder führen, wenn der erste Zug da durchfährt. Herr Bundesrat Leuenberger, vielen Dank für das Gespräch und noch alles Gute im Tunnel rein. Ade, das ist der Bundesrat Leuenberger. Wie hat man gesagt, es ist ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein grosses Loch für die Schweiz. Und das Wallis hat natürlich schon lange keinen Tunnel mehr bekommen, oder? Das Wallis hat den Simplon-Tunnel gegen Süden, das haben sie ja schon. Aber die Walliser haben gesagt, sie wollen jetzt dort ein Katzenkläppchen im Süden. Damit der Wolf nur raus kann, nicht hier. Und falls er reinkommt, würde es auf der anderen Seite glöckeln und dann würde der Freisinger auf dem Hochsitz den gerade abknallen. Oder? Was mir auch noch gefallen hat bei dem ganzen Tunneldurchstich, das ist die Segnung. Die Segnung hat etwas sehr Feierliches gehabt. Wir danken dir für dieses Werk, das durch die Planung und den Einsatz vieler geschaffen wurde. Segne diese Brustwand und diesen Tunnel. Was? Was? Segne diese Brustwand? Brustwand! 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 Ah, Brustwand. Ja, ja. Genau, ja klar, klar. Brustwand, aber wenn sie flach ist, ich meine, sie haben toll gesungen, aber ein Mutsinn hat es besser angekriegt, ja, finde ich jetzt. Was wir auch nicht vergessen bei dem ganzen Gotthard-Durchstich, ist natürlich die enorme Leistung, die unser Fernsehen hier erbracht hat. Hey, hey. Also ich meine, so etwas übertragen, das muss man auch zuerst noch können. Ja. Oder? Und das sind natürlich nicht die lichtlebigen Typen, wie wir von der Unterhaltung dran waren, sondern da hat man natürlich die Leute von der Information genommen. Und die gehen ganz anders an einen Mensch als wir. Es ist der Daniel Spöri, er ist der Baustellenchef. Herr Spöri, sind Sie da nicht auf der falschen Seite? Herr Spöri, ich muss Sie leider unterbrechen. Herr Spöri, Sie müssen Signal auf die andere Seite geben. Jetzt vielleicht auch den Daniel Spöri. Daniel Spöri, können Sie schnell beschreiben? Haben Sie das Gefühl, man hat das Gefühl, wenn man schaut, man sieht jetzt schon etwas. Wie sieht es aus? Vielleicht können wir mal beim Daniel Spöri schauen, ob alles gut läuft im Moment. Daniel Spöri, wie läuft es im Moment? Also, ich frage jetzt dann gerade den Mike Müller, wie es weiterläuft. Mike Müller, wie läuft es weiter? Ja, wir warten jetzt noch ein bisschen auf den ersten Riss. Ja. Gut, aber wir machen jetzt doch weiter. Das ja. ist der Mike Müller und ich frage den Mike Müller nochmal. Mike Müller, geht es jetzt weiter oder geht es nicht weiter, Mike Müller? Ja, vielleicht geben wir mal auf die andere Tunnelseite weiter. Ja, Frau Ständli, Sie sind ja eine streitbare Frau. Das meine ich wirklich im positiven Sinn. Sie sind sehr oft gesehen in der Arena, sind hinten dran einmal am Winken, damit Sie... Ja. Ich muss Aufmerksamkeit, so damit sie einfach das, was unser Publikum nicht darf. Ja. Genau, ich muss es in Facebook-Community. Sie sind auch eine, die sich zum Beispiel manchmal ein bisschen anlegt mit ihren Berufskollegen. Da haben Sie doch an Michael Herrmann vorgeworfen, er hege das politische Beurteilungsvermögen. Nein, er hege den Reflexionsgrad von einem Plankton. Ja. Ich muss aber sagen... Der Michael und zwar Herrmann das ist nur, also und zwar, ich nur noch eine Anfrage, und zwar das nur, weil er, nein, nur schnell, Sie können gerade wieder reden. Sie, und das nur, weil er gesagt hat, dass die SVP die Erfolg haben in den nächsten Wahlen. Nein, das nein. hat sie empört. Das Problem bei Michael Herrmann ist eben nicht der Michael Herrmann, der sehr seriös ist, sondern dass wir in der Schweiz die Politik vermessen, anstatt diskutieren. Also, dass wir zum Beispiel den Smart Spider, oder, dass wir eine Links-Rechts-Skala haben zwischen 0 und 10. Und ich sehe nicht ein, wieso die Staatsintervention für die UBS nicht als extrem links ist gekennzeichnet worden. Also, höchstens Punkt 2. Mhm. Weil das ist der Sozialismus für die Milliardäre und dafür wird der Neoliberalismus für die Obdachlosen und die Mittelschicht verkündet. Frau. Also, das sind zum Beispiel so Geschichten, die wir nicht diskutieren, aber das ist genau das.
genau das. Das ist genau. Also ich bin wirklich Birgit Steiner. Ja, total. Ich bin total einverstanden. Und das tönt auch wahnsinnig gut. Aber es geht mir wie immer bei Ihnen. Ich bin nicht rausgekommen, was Sie gesagt haben. Ja, all mit der traurigen Kindheit wählen ja sonst SVP, da bin ich eine Ausnahme. Sind halt vor allem die, ja, ich meine, du kannst dich ja noch entwickeln. Bei dir gibt es sicher noch Potenzial beim Wählen. Aber es ist leider so, wenn man auch heute wieder das SP-Programm gehört hat, das verabschiedet haben, dass natürlich die Arbeiter und die, die nicht so viel verdienen, heute SVP wählen. Das ist tatsächlich so, aber zu denen gehörst ja du nicht. Du bist weder ein Arbeiter, noch verdienst du wenig. Ja gut, aber du bist ja weder ein Bauer noch ein Politiker, oder? Du bist ja, ja genau. Ich meine, ich gehöre immer noch zu den 10, 15 jüngsten Parlamentarier in Bern. Repräsentiere die spannendste Partei von dem Land, wo man ja, und jetzt sind wir wieder beim Job, bei dir nicht kann sagen, dass du beim spannendsten Fernsehsender wärst. Und dann nachher... Ja. Ist so. Ich hab so ein tolles Inserat gesehen in der Zeitung, wo ihr euren Wählern sagt, wie es richtig stimmen müsst. Und das Interessante ist, dass unten dran, das Rote, dort, das haben wir da noch ein bisschen näher, das heißt, benutzen Sie bitte Ihren Originalstimmzettel. Musst du eurem Wahlvolk sagen, dass Sie nicht die Sachen aus der Zeitung ausschneiden und nachher in die Urne einrühren? Ja. Ich kann gehört sagen, ihr habt mal eine Versammlung gemacht beim Toni Brunner seiner Beiz, ja, als Juso. Ja, das ist richtig. Wir haben unsere Geschäftsleitungsretrette, die strategische, diesen Sommer beim Toni Brunner in der Beiz gemacht. Ja. Jawohl, das ist richtig. Und haben, wie war es? Super, super. Das war wirklich ganz toll gewesen. Der Toni Brunner hat, nein, ich habe versprochen, ich erzähle nicht alles, aber wir haben den Abend genommen. Wir sind unter uns. Das geht nicht raus. Er hat auch nichts erzählt, ich glaube, vor zwei Wochen. Wir haben den Abend noch zusammen verbracht und noch ein bisschen abgezählt, oder was das ist, getrunken, was sie dort machen. Das war gut gewesen. Ja. Wir haben uns dann gefunden mit der Zeit. Also die Schnaps, die sie dort dann langsam ein bisschen über sind, haben ihr dort auch getrunken? Enzian, genau, nicht Appenzeller. Enzian. Weißt du, in unseren Fischen steht alles. Habt ihr den Enzian getrunken, bevor ihr das Parteiprogramm verabschiedet habt? Und herzlich willkommen zum Geschirrwaffreutnis CCTB. Rund um die Uhr sind wir für Sie da, wenn Sie Fragen haben zu Liebe, Finanzen und neuerdings auch Politik. Wenn Sie gerne wissen wollen, wie die eidgenössischen Wahlen im nächsten Jahr werden rauskommen, dann sind Sie bei uns richtig. Wir haben eine neue Beraterin, die speziell für Sie, wenn Sie ein politisches Problem haben, kann in Zukunft schauen. Weil wer glaubt schon den Zeitungen? Die schreiben sowieso, was sie wollen. Gehen wir doch gerade schnell über zu der Regula Stempfli. Sie hat den PIN 1789, das ist das Geburtsjahr der Französischen Revolution. Und sie leitet die Zukunft mit alten französischen Jaskarten, mit der Dame, König, Bauer und Arbeiter, die bis als Guillotine ist. Bitte. Regular. Die SVP wird nicht Wahlsieger sein, darf nicht Wahlsieger sein. Sonst muss ich körbeln. Auch wenn es männliche Politologen gibt, wohlverstanden. Mit einem politischen Reflexionsgrad von einem Plankton, der behauptet, die SVP werde noch stärker. Der verjagt es mich also. Ich sehe meine Karte, der König, die Dame, der Bauer werden vor Guillotine geköpft. Einzig der Arbeiter hat eine Zukunft. Wer etwas anderes verzapft, ist mit Garantie vor SVP finanziert, ganz im Gegensatz zu mir. Unsere Beraterin Regula ist natürlich nicht von der SVP bezahlt. Das kann ich garantieren. Sie wird von mir bezahlt. Und zwar eine Branche unüblicher tiefen Frauenlohn. Männer in Chefpositionen sind einfach unerträgliche, konservative... So. Frau Stempfli ist wieder frei. Sie kommt für das 20 Franken über. Wenn die nicht wissen, wer die sollen wählen, dann wählen sie doch einfach mich. Wir kommen ja jetzt immer näher zu dem Termin, wo über die Ausschaffungsinitiative abgestimmt wird. Und bereits in den letzten paar Tagen haben ja die Initianten gezeigt, was sie für Sujet werden wählen, um die Abstimmung zu gewinnen. Das ist zum Beispiel ein Original.
Es ist aber schon noch hart, wenn jetzt kann also jeder Ausländer wegen einem Verkehrsvergehen ausgewiesen werden. Wenn einer über die Stoppstrasse fährt zum Beispiel, oder wenn ein Ausländer den Kindersitz vergisst, kann man ihn ausweisen nachher? Nein, nur wenn das Kind besoffen ist. Afmack. Ja. Fahren mit angetrunkenem Kind. Ja, genau. Dem kann er ausgehen. Aber das ist ein Nebengleis. Oder? Uns interessiert jetzt ja, was gibt es sonst noch für Sujet? Was für Plakate kommen sonst noch dann in dem Herbst auf uns zu? Wir haben da ein paar Plakate. Genau, da können wir vielleicht noch mal eins zeigen. Das ist ein Plakat, das möglich wäre. Und dann auch dir natürlich, oder? Das ist ganz klar. Ja, das wird ja, heavy. Das wird heavy. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Medienkonferenz von der neu gegründeten IG Swiss Crime. Mein Name ist Pierre Heusi, Rechtsanwalt. Im Vorfeld von der kommenden Abstimmung über die Ausschaffungsinitiative wollen wir Sie darauf hinweisen, dass es nicht nur ausländische Kriminelle gibt, sondern auch Schweizer Gesetzesbrecher. Dann Ihre Interessen vertreten wir als IG Swiss Crime. Und wenn du damit... Jetzt muss mit diesen kriminellen Schockeköpfen aus Afrika endlich einmal aufgeräumt werden. Ich war 3,5 Jahre im Dorfberg und dort hat es also nur Taucheranzüge und Jugos. Als Schweizer... Moment, Herr Mindeler. Das ist der Erich Mindeler, Ex-Häftling und heute bei uns. Raubüberfall und schwere Körperverletzung, Fahrerin in angetrunkenem Zustand, Drohung und nötig. Genau. Neben mir sitzt die Frau Annegret Zumminger. Sie ist Zürich Landschaftlerin und mehrfach verurteilte Sozialbetrügerin. Aus dem Soja, seit mehreren Generationen. Ich bin verurteilt worden, nur weil ich als Taxifahrerin ein paar Jahre lang eine Blindenrente bezogen habe. Aber bitte, wenn wir lieber mit einem Kosovo-Albaner fahren, oder? Warum wieder mal? Und der dritte echte Schweizer Kriminelle vorstellen, der Adi Frick. Er ist Schlafzimmerräuber. Alle drei sind für die Ausschaffungsinitiative oder im Minimum für den Gegenvorschlag. Warum, Herr Frick? Ja, seit wir Schweizer Kriminalfacharbeiter werden ja durch Sponsoren diskriminiert. Und von uns redet ja überhaupt gar niemand mehr. Unsere Branche ist komplett überrannt von Ausländern. Und darum sind wir für die Ausweisung von denen. Damit die Schweizer Qualität wieder eine Chance. Ich war ja auch 1,5 Jahre zu Schweiz. Dort musste ich als Schweizer in der Küchenbrigade einem Nigerianer das Fressen servieren. So weit sind wir am Anfang. Darum raus mit diesen Kanocken. Gerade in der Einbruchbranche geht es doch um effiziente Abläufe. Nicht? Wenn ich in ein Schlafzimmer reinsteige, dann muss die Kommunikation funktionieren. Ein Ausländer kann einfach nicht Deutsch. Wenn ich als Schweizer den Weber im Nest hineinreite, kann sagen, schon zu ausrücken mit dem Schmuck, sonst klare ich euch ab. Dann wissen einfach alle Beteiligten, um was geht's. Mir ist eine Rente aberkannt worden. Und mir zusteht, oder? Ich habe wegen elektrischen Zahnbürsten ein Schleudertrauma bekommen. Aber all die IV-Betrüger aus Serbien plündern unsere Sozialeinrichtungen. Das Sozialsystem muss von Schweizerinnen wie mir ausgenommen werden, damit das Geld in unserem Land bleibt, oder? Jawohl, das sind Fakten. Darum ist meine Devise Schweizerfüst, ich weiss warum. Sie sehen, meine Damen und Herren, das sind eindrückliche Schicksale, die uns allen ans Herz gehen. Darum helfen Sie mit dem Jo am 28. November am Kriminalitätsstandort Schweiz. Also wir von der IG Swiss Crime, wir werden auch nach dieser Abstimmung aktiv bleiben. Wir werden ein Qualitätslabel schaffen, wo wir nach jedem Einbruch einen Kleber anbringen können, wo drauf steht, ausgeraubt von einem Schweizer. Haben Sie noch Fragen an unsere einheimischen Fachpersonen? Bitte? Was sagen Sie zu der verbreiteten Ansicht, dass ja kriminelle Ausländer bereits heute in den meisten Fällen ausgewiesen werden? Lass mal, du Journalisten Würstchen! Kannst du eigentlich nicht Schweizerdeutsch reden, hä? In unserem schönen Land? Soll ich dir mal in einen Schuppen einbringen? Victor, hä? Heute ist Abstimmungssonntag. Ja, das auch, ja. Es war ein bisschen wie eine Reality-Show. Die Frage war, wer kann bleiben, wer muss gehen. Die kriminellen Ausländer sind abgewählt worden, die Reichen sind eine Runde weitergekommen.
weißt du was, die Kriminellen, die hätte ich heute sehen wollen, wie die daheim gehockt sind und die Resultate angeschaut haben an ihrem gestohlenen Fernsehen. Ja. Das hätte ich, jetzt wollen sehen. Es ist schon heikel für gewisse, weißt du, das Abstimmungsresultat. Zum Beispiel für die FIFA ist es schwierig, jetzt in Zürich noch Sitzungen zu machen. Natürlich, klar. Nach einem Jahr für die Ausschaffungsinitiative. Ja, ja. Wir munkeln sogar, dass sie die Sitzung von ihrem Exekutivkomitee nächsten Mittwoch, dass sie die schon im Ausschaffungsgefängnis am Flughafen müssen durchführen müssen. Ja. Die Implenia hat ja gesagt, als neue Bundesratspartei akzeptieren sie den Volksentscheid. Ja. Dann ist ja noch... Das ist ein bisschen Sickerpunkt, ich weiss. Offenbar war es auch so, dass gesamtschweizerisch die Superreichen geschlossen an die Urne gegangen sind. Ja. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir 58% Superreiche haben. Ich habe gestimmt. Okay. Siehst du, jetzt habe ich da wieder keinen Empfang. Du musst halt ein neues kaufen. Wie heisst es? Ein iPhone? Nein, das ist mir alles viel zu modern. Das lehre ich nicht mehr in meinem Alter. Wenn es nach dir ging, hätten sie noch eine Wählscheibe dran. Du, hast du gewusst, dass früher die Frauen viel schneller schwanger geworden sind? Das funktioniert heute nicht mehr wegen dieser Handystrahlung. Und darum trage ich mein Handy immer im Westen und nie im Hosensack. Ja, genau, der Herbie, weißt du, der seinen Herzanfall gehabt hat, hat er das Handy in der Brusttasche gehabt und zwar auf Vibration gestellt. Und ich habe ihm ja da zufällig angeleitet und das hat ihm das Leben gerettet. Da hat er mir doch gefällt. Ja, das hat ihm auch nicht genützt. Und 3 Wochen später ist er ja am Bellevue besoffen unter das Tram gekommen. Und was hat jetzt das mit dem Handy zu tun? Ja, eben, weil es ihm nichts genützt hat. Mit dir kann man einfach nicht vernünftig diskutieren. Ah, dann gehen wir weg. Ja, guten Abend miteinander. Geschenktrends für Weihnachten 2010 sind ganz klar iPhone-Accessoires. Und so tun wir jetzt heute Abend selber ein Hartschalen-Cover fürs iPhone herstellen. Und zwar machen wir das aus Salzteig. Wir nehmen jetzt hier einfach mal so eine rechte Hampfel und machen das erste Mal einen Bollen. Jetzt schaffen wir hier so eine iPhone-förmige Platten raus und schauen, dass mindestens die Materialdicke nicht dünner als 1 Zentimeter ist. Jetzt müssen Sie von Ihrem Partner aus mit irgendeinem Vorwand sein iPhone organisieren. Und das drucken Sie jetzt hier in den Teig rein. Wichtig ist jetzt, dass man hier schön so Wellen rundherum aufschafft. Das ist nachher der Displayschutz. Jetzt müssen wir unten dran noch die Aussparungen machen, da für den iDock-Connector. Laut- und Leislig-Taste und da oben natürlich noch für den Kopfhörer. Und schon ist der Rolling fertig. Und wir können ihn backen. Aber vergessen nicht, nehmt das iPhone vor dem Backen raus. Jetzt, wegen der Sendezeit tun wir das jetzt ein bisschen abkürzen und ist schon fertig. Unterdessen ist er steinhart geworden und bietet jetzt einen absoluten Rundumschutz fürs Gerät. Jetzt müssen Sie das Telefon noch ein zweites Mal organisieren. Und für die Montage im Cover vorbereiten. Für das tun Sie jetzt hinten dran die Rückseite mit einem 80er Schmirgelpapier ein bisschen aufrauen. Schauen, dass es wirklich bis an den Rand rausgeht. Voilà. Jetzt leimen wir das Telefon mit Araldit oder einem ganz normalen Weissleim hier ins Cover rein. Und denkt daran, Salzteig ist immer etwas högerig. Nehmt wirklich genug Leim. So. Schön bis an den Rand rausleimen. Und jetzt setzen wir das Telefon da sanft ins Cover ein. Und schon hebt es. Aber denkt dran, ab dem Moment ist das Telefon SIM-locked.
Das heisst, ihr bringt die SIM-Karte also nie mehr raus. Da rundum hat es jetzt noch so Fugen. Die tun wir jetzt mit einem handelsüblichen Bausilikon ausfugen. Voilà. Schön rundum fahren. Für eine verbesserte Auto-Tauglichkeit und eine angenehmere Haptik kann man jetzt das gesamte Cover auch mit dem gleichen Bausilikon noch überziehen. Den Arbeitsschritt den ich jetzt ein bisschen überhupfen, auch wegen der Sendezeit. Und ich habe vorne schon ein bisschen vorbereitet. Und so sieht es dann schlussendlich aus. Ja. Danke vielmals. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, guten Abend miteinander. Mein Name ist Regula Schämpfli. Ein kleines Herz zum ersten Abfall. Mein Name ist natürlich nicht Regula Schämpfli, sondern Ueli Mur. Das ist mein früher Scherz zum zweiten Abfall. Jetzt aber von Scherzen zu der Kerze. Wortspiel. Das heisst zum Adventskranz. Wegen der Bekehrung vom Papst zu einer halbwegs vernünftigen Verhütungspolitik sieht der apostolische Adventskranz in diesem Jahr so aus. Dazu aber eine kleine Warnung. Aufpassen, liebe Buben und Mädchen, nicht anzünden, sonst verbrennt der Storch, der die kleinen Kinder bringt. Sogar der Papst muss sich ja vom Herrgott manchen Scherz gefallen lassen. Mit ein bisschen Wind lässt er einen Mango fast abheben, dann verkleidet er ihn mit einer wilden Windböe zum gesteilten Punker. Oder wenn er einen alten Nazi rehabilitiert, sorgt er mit einem Windstoß dafür, dass man seine Schamröte nicht sieht. Zurück zu der Adventszeit. In dieser Zeit gibt es nicht nur Freude, sondern auch Leidtragende. Und das sind unsere armen Freidenker. Die fordern jetzt die Entfernung von religiösen Symbolen aus der Weihnachtsgeschichte. Außerdem fordern die Freidenker das größte christliche Symbol in der Öffentlichkeit zu beseitigen. Christbaumwälder. Bis spätestens Advent und Weihnacht 2011 sollen die glaubensneutral wieder aufgeforscht werden. Zum Schluss noch eine dritte Forderung von den Freidenkern. Der Samichlaus soll sein christliches Gewand zumindest im Sommer nicht dürfen in der Öffentlichkeit tragen. Sorry, Kollege. In Schweiz gibt es eben seine politische Organisierung, wogegen es der Frauen ist. Auf Schweizerdeutsch Anti-Rassiste. Nein, Bobo, der Anti-Rassist ist etwas anderes. Das ist gegen den Rassisten. Ja, ist voll logisch. Was sie sind so gegen den, ja, keine Ausländer. Meine Tochter, hure gesehen, ne? Also, was haben Sie? Was ist das politische Dingsbums, wogegen es der Frauen ist? Ja, das sind dem Antifeministen. Genau. Das ist ihm nicht gut. Ich bin ein Feminist. In unserer Gesellschaft ist wichtig, dass alle das Frauenrecht haben. Ich habe das Recht zu sagen, Hosanse, hol mir einen Tee. Und ihr das Recht ist, den Tee bringen. Für das, ich muss nicht demonstrieren. Das ist nicht ein Feminist. Mann, du hast voll keine Ahnung. Bobo, die moderne Frau, beispielsweise, will nicht, dass der Mann ihr den Mädeltür aufmacht. Ja, was denn sonst? Sie wollte, dass er ihr den Auto kauft. Aha, und die moderne Frau will sicher auch nicht von ihrem Sehemann Haushaltungsgeld, hä? Nein, sie will, dass er sie einladet im TKW. Und die Antifeministen werden ihren Sehefrau das alles zahlen. Ja, sicher, was sie wollen, dem Frau verwöhnen, dem alten Rollenverteilung, weißt du, so. Ja, sie wollen einfach alles zahlen, oder? So wie ein Balkon. Einfach ohne Islam, hä? Ein Macho ohne Minorett. Was hat er denn? Ein Kirchturm mit zwei Glocken? Ja, so ein christlicher Antifeminist finde ich hure geil. Kommt nicht in Frage. Du heiratest einen Mann, der Fürst der Gleichberechtigung ist und trotzdem Balkan. Du heiratest einen feministischen Muslim. Du bist doch fähig, einen eigenen Haushalt zu führen. Los, als moderner, aufgeklärter Mann, der auch der Frau irgendwie sagt, hör mal, du musst deine Rechte haben, ich muss meine Rechte haben. Ich mache zum Beispiel die Wäsche selber. Eben, oder? Ja, kein Problem. Nein, ich, zum Beispiel Buntwäsche. Baumwolle, Buntwäsche, wie wäschst du die? 40 Grad, eben gut. Es gibt aber auch solche, wo du mit 60 Grad kannst waschen. Ja, ich bin also mit 40 nicht schlecht gefahren. Ehrlich? Und ich brauche aber keinen Weichspüler, das finde ich unökologisch. Nein, das ist ökologisch nicht so gut, weil Weichspüler, anstatt Weichspüler nehme ich zum Beispiel Butzessig. Das ist besser für die Haut, das ist besser für Dinge. Mit Zucker, bitte. Das ist viel besser mit Haut, für die Haut und so, eben. Fürs Wohlbefinden. Und 90 Grad wäschst du denn nie? Oder gibt es auch etwas Sachen? Gut, Frottee-Wäsche oder Bettwäsche, ja. Oder so Löffel
haben wir auch noch keine. Das tue ich natürlich sofort dann auch mit höheren Temperaturen. Und weißt du, was ich mit dem Hemli mache? Du so leicht antümmeln und dann am Bügel aufhängen, dann kannst du nämlich viel einfacher bügeln nachher. Weißt du? Machst du das? Ja, das machen viele Frauen, wissen Idee. Das nicht. Ja. Dabei ist es wirklich... Mike, den Kaffee hast du wieder super gemacht. Danke. Hervorragend. Armin, komm, wir wollen etwas besprechen. Was ist denn jetzt schon wieder Mutter? Weißt du, was ich da habe? Der Rock. Drunter. Der BH. Noch mehr drunter. Mutter, was soll das? Eben, ich habe gewusst, dass du das nicht weißt. Hast du dich noch nie gefragt, wo die kleinen Kinder herkommen? Natürlich, ich bin doch schon längstens zu... Ich tu dich jetzt mal aufklären. Komm, sitz ab. Man kann bei den Kindern nie früh genug anfangen mit Aufklärung heutzutage. Ich weiss doch Bescheid. Ich bin längstens ein Erwachsener. Ja, du weisst Bescheid wegen diesen Schundheftchen da, wo du anschaust und wo du immer in deinem Schultheck rein hast. Das ist erstens nicht ein Schultheck, sondern eine Mappe. Und zweitens... Pornografie ist das alles, Pornografie. Du neustest immer in meinem Zeug rum. Ich tue dir jetzt mal erklären, wie das zu und hergegangen ist, wo sich dein Vater und ich fortgepflanzt haben, bevor sich dann der Feigling auf und davon, aber das gehört jetzt nicht an. Das wollte ich doch gar nicht wissen. Du willst das nicht wissen? Dabei habe ich dich doch nach dieser Begattungsaktion mit Schmerzen geboren. Ich tue dir jetzt mal zeigen, wie das hier zu und her gegangen ist. Also, ich bin da nicht gelegen. So. Und dann ist dein Vater auf mich hochgelegen. Und dann hat er so gemacht. Mutter, jetzt hör auf mit dem Zeug. Also gut. Also, dann erkläre ich es dir halt theoretisch. Gut, pass auf. Männer haben das Zipfli und Frauen haben das Schmutzweckli. Und wenn sie miteinander ein Kind machen, fällt nur eins. Das weiß ich doch. Was? Senf. Ja, lodo der Zufall, wie geht's? Ja gut, und dir? Mama, es geht gut, es geht gut. Sie schaut gut aus, danke. Du aber auch, Mama. Ja, und sonst, was sagen die Leute? Du nicht viel, eigentlich nichts. Und dieses, hast du ja denk gehört. Hat deine Nachbarin immer noch so viel Männer besucht? Ich weiss nicht, weisst, die hat jetzt Vorhang. Oh, aber der Waldemar ist gestorben und der Witmer, der ist krank. Und Lisa hat ein Geschwür im Bauch. Und der Hans ist noch am Schaffen und seine Alte geht dem Fremd. Und der Jung, der Klaue, was er kann. Und Hildi hat erzählt, der Heiri Heiger hat ihm Vertrauen gesagt, dass er sich trennt. Leck ist das dumm vom Heiri, gerade dem Hildi, das ist darum der eine, der's um erzählt. Und hast gehört, der Waldemar ist gestorben und der Witmer, der ist krank. Und Lisa hat ein Geschwür im Kopf. Und der Hans ist nur am Schaffen und seine Alte geht dem Fremd. Und der Jung, der sauft ihm in ein Loch. Vom Fritz und des Heigens Hildi gesagt, dass der Peter etwas heig mit dem Mann.
Ja, das hab ich auch schon gehört und grusig finde ich das. Und ich hab immer gemeint, der Peter, der sei gesund. Der Peter sei normal. Mike Müller, du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Wie nehme ich zu? Wie ist es zu diesem Buchprojekt gekommen? Ich habe in den letzten Jahren festgestellt, dass der Markt überschwemmt wurde von Büchern über das Abnehmen. Ich habe selber x verschiedene Diäten ausprobiert und musliert. Sorry, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber offensichtlich haben ja diese Diäten nicht funktioniert. Victor, ich bin froh, dass du das so direkt ansprichst, weil das stimmt. Ich habe dann festgestellt, dass es eigentlich einfacher und vor allem effektiver ist, darüber zu schreiben, wie man zunimmt. Das heißt, deine persönlichen Erfahrungen sind in dieses Buchprojekt hineingeflossen? Ja, und ich garantiere, dass wenn man diese Kur konsequent anwendet, dafür muss man natürlich das Buch kaufen, dass das hundertprozentig funktioniert. Nun tritt ja bei den meisten Diätkuren der sogenannte Jojo-Effekt ein. Das heißt, man kann sein Gewicht nicht über längere Zeit halten. Wie ist das jetzt nun bei deinem Zunehmprinzip? Dieses Übergewicht kann man problemlos halten. Man kriegt es eigentlich gar nicht mehr weg. Man kann den Erfolg sogar steigern mit einfachen Tricks im Alltag, wie zwischendurch auch mal ein Salami-Sandwich zu sich nehmen oder so. Mike, wir haben ein weltweites Hungerproblem. Ist es da nicht ein bisschen zynisch, so ein Buch über das Zunehmen zu schreiben? Ich gebe zu, das ist eine Gratwanderung. Aber geopolitisch ist viel Essen kein Problem, sofern man sich nur von einheimischen Kohlenhydraten und lokalem Fett ernährt. Das ist erstens CO2-neutral und zweitens ernährungstechnisch ein Beitrag gegen den Hunger in der Welt. Was muss ich denn jetzt konkret tun, um dein Gewicht zu erreichen? Da, nimm. Die bevorstehenden Festtage sind eigentlich eine super Ausgangslage für eine Gewichtszunahme. Du musst den Magen weiten, viel Alkohol trinken, vor dem Schlafengehen vielleicht noch einmal kurz an den Kühlschrank. Gerade in der jetzigen Zeit sind da ja immer wunderbare Resten vorhanden. Nicht? Also rein die Vorstellungen. Da wird mir schon ein bisschen schlecht. Victor, das findet alles nur im Kopf statt. Vielleicht bin ich einfach mental noch nicht so weit. Guten Abend. Was ich jetzt toll finde an uns, ist, dass wir ja bei jedem Thema haben wir ja immer die Leute, die am besten informiert sind, die wir darüber befragen können. Und bei der Libyen-Krise, wer anders könnte das sein als der Revolutionsführer von Libyen, der Muammar Gaddafi? Nein, wir sind jetzt verbunden mit ihm. Wir können vielleicht da die Linie noch nicht ganz sprechen. Wir sind jetzt, das geht jetzt nicht. Das machen wir, nein, das machen wir später. Das wieso? Das haben wir doch abgemacht, dass wir jetzt mit ihm... Ja, du bist jetzt ein bisschen vorgepumpt. Nein, Victor. Wieso nicht? Victor. Das machen wir noch. Aha, Gaddafi. Ja, klar. Weißt du was, Mike? Kommt mir gerade in den Sinn, ich habe dir hinten etwas vergessen. Ah, super! Ja, das muss ich jetzt, glaube ich, gerade schnell holen. Da hinten tut mir jetzt leid, dass ich das holen. Vergessen habe. Und währenddem, als der Victor die Sachen holt, da hinten, bitte die Regie, irgendetwas zu zeigen. Bitte. Der Nächste, bitte. Grüezi und herzlich willkommen. Ich bin der Mike Shiva, wenn darf ich begrüssen. Ueli Murr. Okay, Ueli. Und von wo bist du? In Biel. Also eigentlich von Bern. Du hast ein Herkunftsproblem. Nein, habe ich nicht. Herkunftsmäßig bin ich eindeutig SVP. Da sehe ich grossartige Zukunftsaussichten. Schon mal überlegt, in die Politik einzusteigen? Ja, da bin ich schon. Ich bin Chef vom VBS. Das zeigt meine Karte deutlich.
Ich kann mir vorstellen, dass du in einer Uniform ganz toll aussiehst. Okay, Ueli, was willst du von mir wissen? Wir vermissen seit etwa einem Jahr 150 Panzer. Die sind irgendwo in einem Redwistollen rein, aber in welchem? Wenn sie uns hier mit ihren Karten könnten weiterhelfen. Hat das schon mal mit Suchen probiert? Ja, wir sind dauernd am Suchen. Heute Morgen zum Beispiel habe ich meinen Dienstwagen nicht mehr gefunden. Ich musste also mit dem Postauto hierher. Ich habe dann ein bisschen auf Wikileaks gehofft, aber die haben mich also auch enttäuscht. Meine Karten zeigen mir, die Panzer sind in der Schweiz. Ah, das beruhigt mich. Haben Sie noch genauere Karten? Ich habe auch Energieübertragung. Mit dem machen tun wir in die Augen schauen, tun die entspannen, tun zulassen, dass die Energie von deinen Panzer auf dich. Die Energie ist eigentlich Doris Leuthard zuständig. Und ich habe eben im Moment nicht gerade so viel Zeit. Darf ich mal? Ah, da sind sie. Jetzt müsst ihr also nur noch den genauen Ort haben. Da. Super. Also, merci vielmal. Ehrlich gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass da der Humbug funktioniert. Auf Wiedersehen. Das habe ich bis heute selber nicht geglaubt. Was sind denn meine Zukunftsaussichten? Sehr schön. Gut, Victor ist noch nicht da. Ich denke, wir fangen jetzt mit dem Interview mit dem Muammar Gaddafi einfach mal an. Ich weiß nicht, steht die Leitung jetzt? Yes. Good evening, Mr. Gaddafi. Grüezi. Voila, hat er was da. How do you like Switzerland? Oh, nein, das ist ja so blöde Frage, das frage ich nicht. What do you think about the GPK report about the Libya crisis this week? Crisis? We don't have no crisis in Libya. Yes, but... it is official now that the Swiss army tries to liberate the hostages with jet skis. Jet ski. I don't live in water. I live in desert. Yes, in a tent. And I like to watch my favorite TV show, Criminal Intent, because everybody says I am a criminal intent. Yeah, very interesting, Mr. Gaddafi. Mr. Muller, you are very fat. You eat too much. Yes, and I like your ears, Mr. Gaddafi. Do you want to say something to our audience? Yes, I would like to greet my very good friend Patricia from Connellfinger. And I would like to invite Patricia to my next travel to Berlusconi. Yes, okay. Thank you very much, Mr. Gaddafi. I thank you, Mr. Buri. In Bildern. Januar, Japan, Kältewelle, Menschen werden eingeschneit. Februar, Zwillingstreffen in Schweden. März, Rückruf bei Toyota, Autos gehen ein. April, Nigeria, erster Hausarbeitskurs für Männer. Mai, Dalai Lama erkältet. Juni, Spanien, WM der Kunstreiter. Juli, Florida, Achterbahn fuhr zu schnell. August, Bienenplage in Südfrankreich. September, neu bei den Paralympics, die Synchron-Nichtschwimmerin. Oktober, erster Windpark in Pakistan. November, muslimische Frauenrechtlerinnen lernen Gebärdensprache. Dezember, Libyen, Gaddafi trifft Opposition. Mike,
Jetzt können wir, glaube ich, das Interview mit dem Herrn Gaddafi machen. Nein, Viktor, ich habe das Interview eben bereits gemacht. Was? Ist nicht wahr. Mau, mau. Du hast das Interview schon gemacht. Ja. Das finde ich so Victor, toll von dir. Victor, hm? Wie? Hast du etwas? Nein, du musst das wegnehmen. Oh, da. Oh, sorry. Schlecht rasiert heute Morgen. Victor. Du spielst Schnurren gegen. Das ist eine Welturaufführung. Für mich, ja. Also, ja. Also, hey. Also gut. Und ein Applaus für unser kleines Orchester und unseren kleinen Chor. Der Stefan Eicher singt «Meine Frau». Dritta, ich mache Dritta. Darum singe ich etwas höher. Es gibt eine Note, die ich nicht verwünsche, aber für heute Abend mache ich die Note auch für euch. Wieder da, wieder gut, wieder wie wenn nichts weg war. Als vergessen, als vergeben, als ironisch, als vorbei. Wieder nöch, wieder lieb, wieder immer miteinander. Wie früher alles schön, wieder immer Hand in Hand. Es ist als wär nicht geschehen, es ist als wär nicht geschehen. Nur ganz weit unten, bleibt eine kleine Wunde, tut noch etwas weh. Es ist als wär nicht geschehen. Als wär nüt gschehn. Nur ganz weit unten, in der kleinen Wunde, tut noch etwas weh. Nur ganz weit unten, in der kleinen Wunde, tut noch etwas weh. Mein Papa ist schon ein guter Imitator. Papa, mach mal die Ruhe im Maurer. Giacomo Müller, Late Service Public, wurde gesponsert von der Mobiliar. Giacomo Müller, die Höhepunkte der Sendungen aus den Jahren 2009 und 2010 sind jetzt auf DVD erhältlich. Bestellen Sie unter der eingeblendeten Telefonnummer oder gleich jetzt im Internet. shop.sf.tv